Hallo Leute, weiter geht's mit Age of Wonders 4. In der letzten Folge haben wir noch den zweiten Herrscher gefunden, die zweite Herrscherin. Schaut mal, KI sehr leicht. Hä? Konnte man da gar nicht einstellen am Anfang. Wir haben das schwer eingestellt. Das wundert mich jetzt aber. Hat wahrscheinlich dann mit der Karte zu tun. Und ich hatte am Anfang da keine Einstellungs Möglichkeiten, also jedenfalls nicht gefunden. Aber wir hatten schwer genommen. Na, wie auch immer. Also die zweite Herrscherin gefunden und wir haben Frieden geschlossen hier mit dem Flusshof, weil wir noch einen Flüsterstein bekommen haben und den wollten wir dann natürlich auch einsetzen. Außerdem, warum sollten wir Ressourcen gegen einen potenziellen Verbündeten verschwenden? Das wäre ja komplett dumm. Genau, und jetzt geht's weiter hier. Ach, ich muss mich erstmal anlehnen, wenn es knackt. Ihr wisst, ich habe so einen Metallstuhl. Sorry. Gut, also, weiter geht's. Hier oben hatten wir eine Aufgabe bekommen. Wir kümmern uns aber erstmal um die Taverne, die wir produziert haben. Da müsste ja gut aussehen jetzt mit Stabilität. Jawohl. Gebiet minus 18, aber halt plus 30 insgesamt, plus 12. Wir sind stabil. Hat das jetzt eigentlich schon Auswirkungen? Mal gucken. 10 bis 39 stabil. Bringt 5% mehr Einnahmen. Ist schon krass. Also die Stadtstabilität ist echt wichtig. Also für plus 12 kriegen wir schon 5% mehr Einnahmen. Wie ist es dann erst, wenn die uns hier lieben in der Stadt? Falls das überhaupt der Fall irgendwann sein wird, wird man sehen. Gut, Taverne ist produziert, die Einheit hier ist auch produziert worden. Was können wir denn noch so produzieren? Badehaus. 40 Stabilität. Gewährt jede Einheit, die in dieser Stadt produziert wird, Badehaus-EP-Bonus 10% mehr Erfahrung. Das ist schon krass. Zauberturm, Fundament. Wir hatten jetzt auch genügend Mana zusammen. Ja, Sichtweite plus 5 Einnahmen durch Imperium. Auch nicht so verkehrt. Und schaltet halt diverse andere Gebäude frei. Und man hat hier keine Verbesserungen. Also das ist das Fundament des Zauberturms. Also keine Verbesserung ist Quatsch, keine Verstärkung. Man kann das hier nicht beschleunigen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Also es ist einfach unfassbar, wie viele Gebäude es gibt. Das hatte ich, glaube ich, bei AoW3 auch schon gesagt. Man hat halt. Also ich vergleiche das ja auch oft mit anderen Strategiespielen, wie zum Beispiel Civ. Und da hat man am Anfang. Was hat man da am Anfang? Kornspeicher, glaube ich, genau. Also man hat die Wahl, einen Kornspeicher zu bauen oder einen Speer. Vielleicht noch eine Kaserne, bin mir aber nicht ganz sicher. Also, und hier hat man halt 5, 6, 7 Sachen am Anfang. Jetzt sind wir schon Runde 18, da hat man nicht nur 5, 6, 7 Sachen, sondern, weiß nicht, ich schätze mal hier, das sind 12 Sachen, die man bauen könnte. Zauberturm. Kommt. Und natürlich Truppen. Wir brauchen Stufe 2 Truppen. Verteidiger, Bannerträger. Für unsere zweite Armee noch einen Bannerträger. Boah. Verteidiger brauchen wir ohnehin. Halt. Das ging ein bisschen schnell. Ach, Doppelklick. Brauchen wir gar nicht machen. Ich verstehe. Ein Bannerträger und noch einen Verteidiger. Rekrutieren könnte man sogar beschleunigen. Aber wir beschleunigen eher den Zauberturm. Nö, wir wissen dann ohnehin wieder nicht, was wir bauen sollen. Ach, komm schon.
Also warten wir ab. Der Armee marschieren wir da hoch und Armeeheilung ist durch. Neue Forschung auswählen. Sucherpfeile. Konvent, was war das nochmal? Die Stadt erhält pro Level Stadtstabilität über instabil plus 5 Wissen. Ja, das ist cool. Das werden wir uns auch gönnen. Turm der Gläubigen. Feindliche Zielanhalt 10 Geistschaden plus 5 Geistschaden pro verbündeter gläubiger Einheit im Kampf. Ach du Grüße, nein. Das ist ja auch, da muss man gucken, wie viele gläubige Einheiten man im Kampf hat. Heftig. Also die Möglichkeiten sind unfassbar viel, die man da hat mit den Zaubern hier. Wir nehmen aber das Konvent. Und hier greifen wir diese Eber an. Aber erst in der nächsten Runde. Plagenhorste sind schon heftig. Unser Verbündeter scheint sich da auch überhaupt nicht drum zu scheren, oder? Weil das ist ja in den seinem Gebiet hier. Silberzungenfrucht erhalten? Hä? Wartet mal. Hatten wir das schon? Verhandlung erfolgreich abgeschlossen. Eine Rivalität mit dir wurde erklärt. Ja, hier. Rivalitätserklärung. Erkläre öffentlich deine Rivalität mit einem anderen Herrscher. Woher kenne ich das? Rivalität erklären. Europa Universalis? Oder ja, generell Paradox. Na gut, Paradox hat ist ja auch mit dabei. Was bewirkt das? Das aufrechte Erhalten einer Erklärung kostet 10 Gold. Pro Runde und erhöht sich pro zusätzliche Erklärung um 10. Aber was bewirkt es denn? Alle eigenen Konflikte gegen diesen Herrscher werden um 40% erhöht. Aha, die Kriegsrechtfertigung wird dadurch dann um 40% erhöht. Das Abschließen von Abkommen ist jedoch nicht mehr möglich. Ich würde den. Ja, es bringt. Wir haben ja halt nicht vor, gegen den Krieg zu erklären. Und so wie es ausschaut, will der uns irgendwann einen Krieg erklären. Soll er machen. Gibt's ins Gesicht für dich? Verhandlung abgeschlossen. Vasallentum. Ah, sind jetzt Vasall geworden. Boah, das zieht sich aber. Schaut mal, wie weit das noch geht dann hier. Die ganzen Unterteilungen hier sind. Weiß nicht, ob das so sein muss. Teilt alle magischen Materialien. Und deswegen kam hier, dass wir die Silberzungenfrucht erhalten haben, ohne halt jetzt diesen Handel dann, ohne das handeln zu müssen. Die freie Stadt teilt 30% ihrer Einnahmen, das ist gut. Handelskosten liegen auf dem Standardwert. Als nächstes festes Vasallentum. 40% Einnahmen. Trägt 3 zur Vasallenmobilisierung zu. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet. Handeln? Nö. Kein Dunst. Vasallenmobilisierung. Aber ich weiß es nicht. Was das für eine Ressource sein soll. Man sieht es halt auch nirgendwo anders noch jetzt hier an dem Screen. Na, wer weiß. Findet man schon noch im Laufe der Zeit heraus. Mal schauen, vielleicht ist das so wie bei Humankind, dass man dann die Einheiten hier direkt sich gönnen kann, aber nö. Drei Armeen hat er halt rumstehen. Zwar alles Stufe 1 Einheiten, aber immerhin. Oh ja, und hier hat er
Ach, die zwei Helden, das sind Stufe 5 Einheiten schon. Gut. Silberzungenfrucht erhalten, ja, wir haben es verstanden. Wir greifen jetzt die Eber an. Jetzt aber wirklich, ja. Sicherer Kampf. Kommt, Leute, wir machen jetzt mal einen automatischen Kampf, ich weiß. Das ist immer so ein Zwiespalt in der Community. Die einen sagen so, die anderen so, aber sicherer Kampf. Schaut mal. Wir testen das mal. Und die KI soll. Ja, kommt, ihr dürft Zauber anwenden. 88 haben wir jetzt. Mana, mal gucken, ob die KI Zauber anwendet. Keinen Zauber angewendet. Wir haben immer noch 88 Mana. Wir haben keine Truppe verloren. Unser Held steigt eine Stufe auf. Schön. Die Jagd auf den Feuergeborenen Nachspiel. Nachdem du die feuergeborene Blutzahnmatriarchin erlegt hast, hörst du in der Ferne die Jagdhörner von Knollmach. Die Jagd ist vorüber. Es dauert nicht lange, bis Baron Samoth-Nachtbrand an dich herantritt. Er verbeugt sich tief. Die feuergeborene Blutzahnmatriarchin ist erlegt. Möge die erhabene Jägerin Regna der Güldene unserem großen Knollmach Ruhm bringen. Die Barden im Gefolge von Samoth Nachtbrand tragen eine kurze Siegeshymne vor. Die Jäger schaffen alle auf der Jagd getöteten Tiere herbei und türmen einen ansehnlichen Haufen Wild auf. Ich esse übrigens sehr gern Wild. Ihr seid uns überlegen, erklärt Samoth Nachtbrand. Da ihr unsere ehrwürdige Beute erlegt habt, dürft ihr zuerst euren Preis wählen. Aha, jetzt kriegt man noch eine schöne Belohnung. Knollmoch 300, überzeugt. 18 Runden lang, sehr schön, also die Beziehung. Ich beanspruche alles Fleisch, das wir heute erjagt haben. 411 Nahrung, nicht schlecht, alter Schwede. Ihr dürft das Fleisch behalten, aber ich bekomme die Pelze. Gold brauchen wir auf keinen Fall. Erlaubt mir, einen eurer eindrucksvollen Jäger zu rekrutieren. Nachtwächter. Stufe 2 Einheit. Oder der Kopf der Blutzahnmatriarchin als Trophäe wird die Vorherrschaft meines Reichs symbolisieren. 136 Imperium. Also die Nahrung ist genial, aber 136 Imperium? Da muss ich nicht lange überlegen, Leute. Das sind mehr als 3 Runden bräuchten wir dafür. 411 Nahrung ist natürlich. Naja, was soll's? Was nehmen wir denn? Ah. Die Walterqual. Wir nehmen Imperium. Genau. Unser Herrscher ist aufgestiegen. Jawohl. Dann können wir denen was Neues verpassen. Der bräuchte halt mal eine richtig starke. Na, wie sagt man? Einen richtig starken Kampfzauber. Kriegskunst, Sprint. Kampfmagie. Blitze halt rausballern. Wir nehmen den Blitztauber. Bestätigen, fertig ist. Den Namen können wir halt nicht umändern, ne? Wir gucken nochmal bei den Helden rein. Ob wir vielleicht da den Namen umändern können. Ja, und sicherlich schon, weswegen, weil mir geht das auf den Zeiger. Wir sind ja eindeutig eine Krötenfrau, aber da steht halt der Güldene. Und Regna. Regna, gut. Frauenname ist okay, aber Regna die Güldene, bitte. Ah, geht mir auf den Zeiger. Wenn das einer weiß von euch, schreibt mal rein, wo man das umändern kann. Wenn man es denn überhaupt umändern kann, den Namen. Aber bei solchen Spielen kann man doch eigentlich alles Mögliche umändern. Gut, dann hatten wir die Quest erledigt und jetzt marschieren wir hier nach dahin zu der Quest. Beende die Runde. Gab es hier noch irgendwas zu erledigen? Nö. Dann können wir die Runde beenden. Aber wir haben ja natürlich richtig viel Imperium.
Stadtlimit erhöhen. Im Moment brauchen wir es halt nicht. Gemeinsame Grenze. Wir haben so viel Imperium. Ach, das kostet 200. Die Preise. Ja. Ne, kann man nicht sagen, dass die Preise mal einsteigen, weil hier gibt es auch wieder was, was nur 100 kostet. Noch einen Flüsterstein mehr. Im Moment haben wir genügend Flüstersteine. Okay, weiter geht's. Runde beenden. Wir sparen erstmal das Imperium. Weiß zwar nicht wieso. Brauchen wir es eigentlich nicht sparen. Egal, komm. Weiter. Ich quatsch mich sonst hier fest. Deine Thronstadt ist jetzt groß genug, um einen Zaubererturm zu bauen. Wir haben doch aber gerade das Fundament gebaut erst, oder? Dieses Symbol deiner Macht gewährt viele Boni, darunter auch wertvolles Imperium. Verteidiger wurde produziert und das Fundament für den Zaubererturm wurde gebaut. Ja. In einer Runde wächst unsere Stadt. Dann können wir eine neue Provinz dazu nehmen. Ach, das Konvent, was wir erforscht haben, können wir jetzt raushauen. Über instabil. Wir sind stabil. Dann würde da müsste das Konvent uns schon Mana bringen. Und man kann es auch nicht verstärken. Deshalb hauen wir das Konvent raus. Und wisst ihr was? Wir geben hier auch mal ordentlich Geld aus. Wir beschleunigen das Projekt und haben jetzt das Konvent und schaut mal. Schon sind es mehr Mana-Einnahmen und generell mehr Einnahmen. Super. Zauberturm, Gefängniszellen. Gewähren plus 2 Wissen pro Runde. Können konvertiert werden, können hingerichtet werden. Gruften. Gewährt Helden in der Gruft plus 2 Mana pro Runde, können wiederbelebt werden. Dann lasst uns einfach mal noch die Wehrgänge herbauen, Bogenschützenwehrgänge. Warum? Weil wir es können. Konvent ist erforscht, neue Forschung auswählen. Stäbe der Heilung, zaubergehärtete Schilde. Schildeinheiten, plus 1 Widerstand. Ach, und alle angrenzenden Einheiten, plus 1 Widerstand. Ha, auch schon nicht schlecht. Eine Heilfähigkeit für die Stäbe der Heilung. Nein, das sind alles Einheitenverzauberungen. Standfest, dass sie halt auf einen Trefferpunkt plus fallen können. Das machen wir mal. Eine neue Mobilisierung hat begonnen. Was ist das denn? You have opened the Rally of the Lieges overview. Here you can rally armies from your vassals and conquered ancient wonders. The amount of units you can rally is determined by how many vassals and ancient wonders you own. Jetzt wissen wir, wozu dieses Symbol da ist. Vasallenmobilisierung. Du hast die Übersicht zur Vasallenmobilisierung geöffnet. Hier kannst du Armeen von deinen Vasallen und eroberten alten Wundern mobilisieren. Die Anzahl an Einheiten, die du mobilisieren kannst, hängt davon ab, wie viele Vasallen und alte Wunder du besitzt. Die Anzahl an Einheiten, die du mobilisieren kannst, hängt davon ab, wie viele Vasallen und alte Wunder du besitzt. Okay. Mobilisierungen finden regelmäßig statt. Sie können mit Hilfe von Gold beschleunigt werden. Vor der nächsten Mobilisierung kannst du jederzeit zur Vasallenmobilisierung zurückkehren und mehr Einheiten rekrutieren. Also, wir haben jetzt Rekrutierung. Ach, das sind Rekrutierungspunkte. Okay.
zwei haben wir. Und eine Einheit, so ich das sehe, kostet halt auch zwei von diesen Punkten. Hexenmeister, ein Kampfmagier oder ein Nachtwächter, Stufe 2 Stangenwaffeneinheit. Ich tendiere zu diesem Nachtwächter. Stufe 2 Einheit, also Pikenier, auf gut Deutsch gesagt. Können wir gut gebrauchen. Leichen fressen, was ist das für eine Fähigkeit? Zerstöre anvisierte Leichen, um 15 Trefferpunkte zu heilen. Krass. Was kostet das jetzt aber? 75 oder 38? Und was ist das für ein Symbol wieder? Wartet mal. Ich klicke jetzt einfach mal auf den Nachtwächter. Und dann vergleichen wir mal die Symbole in die Drohnenstadt rekrutieren. Vasallen verstärken. Ach. Wir können ihm das bezahlen, sozusagen, und dann die Einheit in seine Armee geben. Das ist ja auch krass. Also könnten wir mit unserem Geld seine Armee stärken. Das wäre preiswerter für uns. 38 Gold würde das nur kosten. Aber wir wollen die Einheit ja für uns haben. Wir holen die zu uns rein. Rekrutierungspunkte sind weg. Armeen werden rekrutiert. Dauert 2 Runden. Alles klar. Vasallen, also Rekrutierungspunkte, wann füllen die sich auf? Wir werden es sehen. Das frage ich mich jetzt. Füllen die sich überhaupt wieder auf? Naja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Die Truppe, die ist so extrem langsam, oder? Nützt nichts. Ja, dann lauf da vorbei. Goldader. Wollen wir das unterwegs noch angreifen? Brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Wir müssen uns ohnehin erholen. Schaut mal. Runde beenden. Wir machen jetzt richtig viel Mana. Gibt es was Cooles, was wir noch raushalten könnten? Spaltende Klingen. Wäre schon nicht schlecht. Aber es kostet halt 2 Mana pro Einheit, die wir haben. Wir haben davon 8. Das wären 16 Mana. Das ist schon krass, ey, was das alles kostet. An Mana. Dann wären wir wieder pleite. Nee, machen wir nee. Warten wir noch ein bisschen ab. Runde beenden. Machen wir auch nie, weil wir haben so viele Reichs-Imperiumspunkte und wir können ja auch neue Sachen raushauen. Das mit der Thronstadt machen wir. Kamen 100, glaube ich, genau. Und hier unten gibt es noch 2 neue Sachen. Jede Stadt in deinem Reich verliert minus 1 Bevölkerung, ruft aber sofort 3 Einheiten der Stufe 1. Ritual des letzten Aufgebots. Brauchen wir nicht. Allgemeine Reichsfertigkeit, ein Flüsterstein mehr, brauchen wir im Moment auch nicht. Ein Stadtlimit erhöhen, brauchen wir auch nicht. Dann geht's wieder zurück und wir beenden die Runde. Ach, schaut mal, das sind die Würmer, die unseren Speer platt gemacht haben. Die kommen echt ans Tageslicht. Bin mal gespannt, wo die hinmarschieren. Mit zu den Plagenhort oder greifen die unseren Verbündeten an? Der hat doch genügend Armeen. Der soll sich doch mal hier um diesen Plagenhort kümmern, aber machen die anscheinend nicht. Außenposten noch errichten, naja. Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Mit Knollmoch.
trägt 3 zur Vasallenmobilisierung bei. Schön, schön. Armee wird noch rekrutiert. Neue Reichsentwicklungen sind verfügbar. Die hier oben. Deine Einheiten regenerieren in verbündeten Gebieten plus 15 Trefferpunkte. Also die regenerieren ja jetzt schon 25 in unseren Gebieten und jetzt mit dem hier plus 15, also 40. Das ist es mir wert, Leute, die 100. Das gönnen wir uns. Bogenschützenwehrgänge sind fertig geworden und wir können eine weitere Provinz annektieren. Stadtstabilität werden wir erhöhen. Dazu brauchen wir 2 Farmen und einen Steinbruch. Also müssen wir irgendwo etwas nehmen, wo wir eine Farm, also eine Provinz, wo wir eine Farm haben. Steinbruch, Steinbruch. Hier unten würde es sich lohnen, hier noch einen Steinbruch hinzubauen. Hier oben bauen wir eine Farm hin, oder? Ja, das grenzt dann an die Farm an. Gönnen wir uns die Farm hier. Dann können wir das Badehaus. Ne, doch, das Badehaus war das. Oder Kornspeicher. Ah, Kornspeicher brauchen wir halt auch noch. Eine Försterei. Um noch schnelleres Wachstum zu generieren. Langfristig gesehen. Ist ein Drittel mehr. Ja, kommt. Wir gönnen uns die Fürsterei. Passt auf, wir machen einen Trick. Hä, was jetzt? Oh. Möchtest du diese beanspruchte Provinz bauen? Ach so, das wird von Flusshof beansprucht. Scheibenkleister. Wollen wir eher nicht machen. Dann lasst uns hier noch eine Fürsterei hinbauen, genau. Dann geben wir hier 120 Imperium aus und können uns hier die Farm gönnen. Das wird ja, schätze ich mal, ebenfalls beansprucht sein. Wir können es probieren. Ja, ja. Weil es halt an der ihre Grenze angrenzt. Dann werden wir hier die Farm hinbauen. So. Und jetzt holen wir uns hier den Kornspeicher. Beides ist jetzt verstärkt. Badehaus als auch der Kornspeicher. Cool. Truppe wird noch gebaut. Befehle sind erforderlich. Das solltet ihr euch einfach in die Richtung bewegen. Hier gibt es sogar einen Durchgang. Schaut mal. Gar nicht gewusst. Dachte, wir müssten uns hier durch den ihr Gebiet durchschlängeln. Runde beenden oder gibt es noch irgendwas zu machen? Nö. Eine Belohnung? Wofür? Ring des bösartigen Killers. Wahrscheinlich einer unserer Speer dazu bekommen. Heldenansicht öffnen und Platz ist leer. Ja. Diese Einheit bewirkt einen doppelten Moralabzug, wenn sie einen Feind tötet. Machen wir toxischer Eintopf. Knoll macht wieder, will wieder irgendwas von uns. Nach einem diplomatischen Abendessen mit deinen Gesandten wendet sich Baron Samoth Nachtbrand aus Knollmach mit bleichem Gesicht an dich. Ich weiß, in den Augen einer Königin bin ich nur ein unbedeutender Baron, sagt er besorgt, aber ich muss die Wahrheit wissen, nachdem er den Eintopf gekostet hatte, für den ihre verfluchten Krötlinge bekannt sind. Blähte
sich mein Vorkoster auf, bis es den armen Mann zerriss. Okay. Wo aber das ganze Buffet in eine Übelkeit erregende Schweinerei verwandelte. Eklig. Tut uns leid für den Vorkoster. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, hätte eigentlich ich anstelle dieses Mannes sterben sollen. Trachte mir nach dem Läden, Regner, die Güldene. Machen wir eigentlich nicht. Wir könnten jetzt Gold investieren. Für 6 Gefolgschaftstreue. Oder wir sagen, es ist nicht meine Schuld, dass ihre grausamen Todbringer unsere Delikatessen nicht verträgt. Okay. Minus 12 Gefolgschaftstreue. Nee. Wir nehmen das oben. Wir haben genügend Gold. Und deswegen machen wir das. Also ist es auch in dem Game hier wichtig, nicht komplett pleite zu sein, damit man dann bei solchen Events hier auch mal ein bisschen Gold investieren kann. Also das Erste. Wir geben Gold aus dafür, dass der halt durch unseren Eintopf zerplatzt ist. Oh, oh. Gut, weiter geht's, aber es geht erst weiter in der nächsten Runde, Freunde der Nacht. Hier sind auch die ganzen neuen Armeen. Wartet mal, das mit der Vasallenmobilisierung würde mich nochmal interessieren. Aha, also es dauert jetzt 13 Runden, so wie ich das verstehe, dann können wir eine neue Einheit mobilisieren. Oder wir sagen, wir erhöhen das jetzt mal. Dies reduziert die Zeit bis zum Beginn der nächsten Mobilisierung um 6. Das passiert gar nicht instant. Können wir das mehrmals machen? Wir testen das mal. Kann nicht verstärkt werden? Bereits verstärkt. Aha. Kann man nur einmal machen. Gut zu wissen. Ich hoffe, das zeigt sein dann an, weil irgendwann verliert man bestimmt die Übersicht, wie oft man oder wann man wieder Vasallenmobilisierung durchführen kann. Mal schauen. Das war's für diese Folge. Wo ist denn unser Mana hin? Das Game macht mich fertig. Wo ist denn jetzt wieder unser Mana hin, Leute? Haben wir irgendwas gebaut, was Mana kostete? Wir machten doch gerade noch 18 plus. Ach, wisst ihr was? Das hat damit wieder zu tun, denke ich mir. Wir machen jetzt wieder weniger Mana, weil wir ja 2 neue Gebiete dazu bekommen haben. Und durch dieses Konvent machen wir mehr Mana. Boah, ist das krass, ey. Oh Mann. Bei AOW3 wussten wir gar nicht, wohin mit dem Mana und hier. Aber dafür haben wir ordentlich viel Geld. Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, Däumchen oben. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder morgen bei der nächsten Folge AOW3. Bis dahin, bye bye. Euer Sadu.